Ja, werte Freunde der Uhrmacherei, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal. Heute geht es um die Glashütte Spezimatik. Ich habe ein Exemplar neulich auf dem Tisch gehabt, was sowas von zu Tode vergammelt war. Es war einfach nur ein Wahnsinn. Und dieses Uhrwerk von der Spezimatik, Kaliber 74 ohne Datum oder 75 mit Datum. Das ist ein bisschen eigenwillig. Das hat so ein paar Besonderheiten, die man woanders vielleicht gar nicht so sieht. Und deswegen lade ich alle ein, einfach mal ein bisschen ja, in diesem Video mit dabei zu sein. Am Anfang sieht man mich beim Zerlegen der Uhr in so einem Zeitraffer und dann steigen wir nach der Reinigung des Uhrwerkes in die Montage zusammen ein und dazu erzähle ich ein bisschen was. Es ist keine durchgehende Revision, klar, ich kann nicht alles filmen. Es ist ganz blöd für mich, unter der Kamera immer zu fummeln. Manchmal will man das auch wirklich sehen. Aber ey, man sieht da eine ganze Menge und ja, ich wünsche einfach viel Spaß dabei. Los geht's! Ja, liebe Freunde, Mensch, jetzt habt ihr gerade gesehen im Zeitraffer, wie dieses Uhrwerk zerlegt wird. Und ich begrüße erstmal alle. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal. Heute geht es um die Spezimatik, der Stolz des Ostens aus Glashütte. Ein Automatikuhrwerk Kaliber 74 ohne Datum und 75 mit Datum. Und es ist sehr, sehr lustig aufgebaut. Ganz anders, wie man das so von Uhrwerken zum Beispiel aus dem Hause ETA kennt. Und deswegen zeige ich heute mal ein bisschen was davon. Man fängt hier mit dem Minutenrad an und das ist innen gelagert. Ja. So, Freunde, so sieht das Minutenrad aus. Und das wird also als erstes eingebaut. Dann kommt gleich die Brücke fürs Minutenrad drauf. Das ist dann nämlich sozusagen ja versteckt eingebaut, wenn man das so sehen will. Auf dieser Brücke ist die Bremsfeder fürs Sekundenradtrieb gleich mit drauf. Für den Reinigungsprozess schraube ich die wieder an, weil die ist sehr empfindlich und die geht auch gerne kaputt. Und den Stress brauchen wir ja nicht. So, jetzt schrauben wir das mal fest. Da wird höchstwahrscheinlich die Kamera so ein bisschen streiken, aber schön handfest. Klar, soll sich ja nichts lockern. Aber auch nach fest kommt ab, also kennt man ja. Hier die Schraube ist auch jetzt nicht total fest. Jetzt ist das schon so ein bisschen vorbereitet fürs Sekundendrahttrieb. So, und dann haben wir hier das Minutenrad schon mal eingebaut. Ich mache jetzt auch gleich schon mal da ein bisschen Öl ran und dann geht's weiter. So, und jetzt guck mal, dieses Rad hier, das ist ein Rad mit einer Rutschkupplung mit drei Stahlkugeln. Das gibt es auch wirklich nur im Kaliber 75, 74. Das mache ich hier rein. So, das ist ganz wichtig für Antrieb und Aufzug. Also, wie ich es mache, ich setze an dieser Stelle das Sekundentrieb ein.
Weil das ist ohnehin schon schwierig. Diese Bremsfeder für Sekundentrieb, die muss ordentlich Spannung haben. Ja, also richtig, seht ihr das, wie das federt? Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann macht der Sekundenzeiger immer so, bleibt stehen, dann macht's boing, geht weiter, bleibt stehen, boing. Das ist eine Katastrophe. Also, wenn ihr mal eine Spezimatik habt, wo das der Sekundenzeiger so stehen bleibt und anruckelt und so, dann wisst ihr, das ist diese Feder, die hier zu lasch ist, die vielleicht mal erneuert gehört oder sowas. Ja. Gut. Jetzt setze ich das einmal. Es ist wirklich relativ kryptisch zusammenzubauen, das Uhrwerk. Jetzt kommt die Wippe. Fürs, ja, Trieb von der Automatik, fürs Wendetrieb aufgesteckt. Dann noch ein Übertragungsrad. Das muss man alles so aufstecken, weil ja die Dreiviertelplatine, da muss man alles einfädeln. Das macht einen Riesenspaß. Nicht. Heidenei, ich darüber nachdenke, was für ein Scheiß das ist. Nein, das ist kein Scheiß. Gott, kein Shitstorm hier, sondern ein Scheiß arbeitstechnisch. So rum wird ein Schuh draus. Ja, dann machen wir uns weniger Stress jetzt hier. So. So, das ist jetzt das Klinkenrad für die Automatik. Na, bleibst du da, wo du hingehörst. So. Ja. Dann geht's an die Räder fürs Laufwerk. Das Ankerrad. Da das so weit unten ist, mache ich das als erstes rein. Na. Wie war denn das? So rum. Nee, 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 nee. So, dann geht es an die Räder fürs Laufwerk. Das ist das Ankerrad. Das ist ganz weit unten, deswegen kommt das als erstes rein. So, das ist das eigentliche Sekundenrad. Da wirst du wohl jetzt. So, das ist das Kleinbodenrad. Das ist übrigens ein Zahnrad, was sehr gerne kaputt geht, was sehr gerne einläuft und Stress macht. Da gucke ich erstmal, wie das aussieht. Nee, das ist noch gut. Aber das gehört gerne mal erneuert. Und ruhig nach einer Reinigung nochmal nachschauen. Meistens sieht das Ganze dann doch ein bisschen anders aus. So, und das dann vorsichtig unter die Bremsfeder einlegen, ist klar. Weil das treibt ja gleichzeitig meinen Sekundentrieb an. Das Federhaus kommt übrigens zum Schluss rein. Auch irgendwie lustig, ne? Das, also pfiffig waren sie am Osten. Solche Sachen haben sie sich echt gut durchdacht. Da kommt eigentlich ganz gut dran. Ich mag das Uhrwerk sehr. Jetzt machen wir mal die Dreiviertelplatine drauf. So, mal überlegen, habe ich jetzt auch nichts vergessen? Ich meine nicht.
So, jetzt geht's ans Einfädeln. Da brauche ich viel Konzentration, weil es ja sehr viele Räder sind, die da reingehören. Auf einmal halt unter einer Dreiviertelplatine, das kann ich jetzt schlecht filmen, weil man dann mit dem Fingerling hier so leichten Druck aufgibt und dann alles in Ruhe einfädelt. Wir sehen uns gleich wieder, wenn das Ganze hier einmal zusammengebaut ist. Also hier, da sieht man das mal, ne? Wenn man jetzt hier den Fingerling hat. Ich mache mir nicht so drauf, dass mir da die Haut abgeschnürt wird oder so, weil dann bin ich am Arsch. Das ist ganz, ganz schädlich. Aber so reicht das. Dann wird hier vorsichtig mit der Kornzange, mit einer etwas feineren Kornzange alles eingefädelt. So, Freunde, jetzt könnt ihr das Ganze mal sehen, wie das so schon mal zusammengebaut ist. Das ist schon sehr knifflig bei der Spezimatik, weil ja die Räder für die Automatikbaugruppe und fürs Gehwerk alles unter einer Platine rein muss. Wenn man jetzt hier mal dreht, dann das dreht sich auch alles schön leichtgängig. Wenn man sieht, dass es sofort stoppt, bei normalen Uhrwerken ist es ja so, dass ich einen Freilauf haben muss, ne? Den ich auch schön prüfe und so. Das geht hier nicht, weil ich ja die Bremsfeder für Sekundentrieb dazwischen habe, die mir also ja, in Sachen Freilauf einen Strich durch die Rechnung macht. Aber das merkt man sofort, wenn alles zusammengebaut ist, wie die Uhr läuft, ob das okay ist oder nicht. So macht das auf mich schon mal einen sehr guten Eindruck. Das Federhaus ist immer noch nicht eingebaut. Wie gesagt, das ist schon sehr schräg, das Ganze. Jetzt habe ich ja hier dieses Klinkenrad für die Automatikbaugruppe. Und das, hier sind zwei Klinken, also zwei Lagerpunkte, wo ich die Klinken denn drauf tue. Und hier ist auch nochmal die Lagerung für den Anker. Und das muss auch alles unter eine Brücke. Und das machen wir jetzt mal. Zuerst einmal der Anker. Na. Jetzt. Dann die zwei Klinken. Die haben so eine, ja, leicht anpolierte Seite. Das ist die, die nach unten muss. Und so eine, ja, etwas gediegene, raue Seite. Das ist oben. Das ist eigentlich sehr sinnig gemacht. Hier ist die Feder und hier ist auch direkt eine Einfräsung an der Grundplatine, sodass die Feder da drunter kommt. Das ist auch ganz anders, wie man das von anderen Uhrwerken so her kennt. Hier ist noch die zweite Klinke. Erst einsetzen, dann die Feder vorspannen. Das sieht sehr einfach aus, ist es aber nicht. Da. Jetzt kommt, wie sagt man denn, die kombinierte Anker- und Klinken-Arretierungsbrücke oder so drauf. So. Wir haben unseren schönen Montagestab. Es verleitet immer so schnell dazu, mit der Kornzange alles anzudrücken und dann hat man aber irgendwann so eine Kraterfläche auf den Bauteilen und das geht ja nicht. Wir wollen ja die Flächen ja so belassen, wie sie sich gehören, nicht? Ja, ich fädel das mal in Ruhe ein und schraub das fest und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt ist das schön
Alles eingebaut, alles beweglich, wie sich das gehört. Muss man auch immer ein bisschen prüfen, ne? Dass das auch alles so in Ordnung geht. Ja, man hört es auch klackern schön. Ganz wichtig. Sonst funktioniert die Automatik. Diese drei Geschichten, also diese zwei Geschichten, werden auch nicht geölt. Öl, wäre da L-fatal. L-fatal, wo kommt das eigentlich her? Ach ja, Aladdin, diese Kinderserie, Gott behüte. Jetzt kommen wir zum Kronrad. Das ist ein Lagerpunkt, eine Lagerschale, ein Lagerring. Ne, wenn das ausgelaufen ist, dann kann man das nämlich wunderbar ersetzen. Habe ich auch da. Aber das ist hier noch in Ordnung. So, das wird mit meinem schönen Montagestab schon mal so aufgesetzt. Da kommt auch gleich ein bisschen Öl ran. So, und jetzt gleich aufgesetzt. Die Kronradschraube drauf. Vorsicht, ist ein Linksgewinder, ganz wichtig. Nicht, dass man das kaputt macht. So, und jetzt dreht die sich auch gut. So, Freunde, jetzt habe ich mal das Ganze auf der anderen Seite eingespannt. Hier muss das frei bleiben, damit ich das Federhaus reinschieben kann. Das machen wir gleich. Aber zuerst einmal kommt das vierte Rohr drauf. Ganz wichtig, das möchte schon drauf kommen. Einmal beherzt. Klack! Aufgesetzt. Das langt uns. So, Freunde, jetzt kommen wir zum Federhaus. So sieht das Ganze aus. Hier habe ich das Federhaus. Und hier habe ich das Aufzugsrad mit dem Federkern. Und ganz am Anfang haben wir doch dieses eine Kupplungsrad mit der Rutschkupplung eingebaut. Ganz am Anfang. Vielleicht kann man ja auch zurückspulen. Das Trieb davon, das greift dann hier in das Aufzugsrad ein und über die Räder der Automatik wird sozusagen dann das Ganze immer zu aufgezogen. So. Das schiebe ich jetzt hier rein, aber so rum. Das ist auch richtig so mit einer Führung versehen, dass man das auch wirklich nur in eine Richtung einbauen kann. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass man das auch so eingesetzt bekommt, dass das Ganze. Hier habe ich die Welle für den Federkern, die ist extra. Und die wird dann dort von oben reingeschoben. Ich mache noch ein bisschen, ja, ein bisschen Fett und Öl ran. Und dann schieben wir das ein bisschen Gleitgel, oder was? Ja, dann schieben wir das da mal schön rein. So, und jetzt rein da. Das Federhaus habe ich auch, wenn man es bemerkt hat, mit meiner Neusilberkornzange eingesetzt. Weil das ja ein Messing vernickelt ist. Und da muss man ja nun nicht mit der Stahlkornzange irgendwelche harten Spuren drauf hinterlassen. Das ist immer Käse. So, jetzt schiebe ich das in Ruhe rein. Gleich sehen wir uns wieder. So, jetzt habe ich die Federkernwelle eingesetzt. Gott, das ist ein Name, aber Federkern darf man nicht sagen, weil Federkern ist ja am Aufzugsrad dran. Also ist das die Federkernwelle. Jetzt geht es an die ganzen Rädchen. Für einmal das Zeigerwerk, Wechselrad, Stundenrad und sowas, Übertragungsrad oder
Zwischenrad zur Automatik hin, das Datumschaltrad und ja, die untere Lagerung von der Unruh. Entsprechend ja, die Stoßsicherung, dass das da wieder verfüllt wird, dass da wieder das Innenleben mit den Lagersteinen reinkommt. Das Ganze muss natürlich gefettet und geölt auch werden. Das machen wir jetzt. Da fange ich mit der heikelsten Aufgabe an, der frisch geölten Stoßsicherung, die einzusetzen. Das ist einfach eine sehr undankbare Geschichte, die man los sein will, vor allem bei diesen DDR-Stoßsicherungen, weil die auch gerne mal die Federn davon in Abgang machen. Und dann ist man da angenervt einfach davon. So, und dann, ne, einmal gesichert, dann kommen die Flügelchen drauf. Ich probier's mal. Wahrscheinlich werdet ihr da nicht so. Nee, das geht nicht. Ich krieg das jetzt nicht. Also, das war mir gerade zu heikel, weil da geht Sicherheit vor Film. Das ist ja. Dass mir die Ersatzteile wachsen ja nicht auf dem Baum. Nee, 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 das machen wir nicht. So, jetzt aber. Bisschen. Nee, zu viel und nee, zu wenig, ne? Nö, 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 nö. Zwischenrad fürs Zeigerwerk. Zeigerstellrad, glaube ich, auch genannt. So. Das Wechselrad. So, dann machen wir mal mit dem Datumsschaltgeschichten weiter. Da gibt es ein Zwischenrad zum Datum hin. Das war zum Schluss aus Plastik, wie dieses hier. Das gibt es aber auch als Stahl- und Messingkombination. Aber wir machen das. Wir bauen das mal so zusammen. Wie es original war, das sieht, macht auch auf mich noch einen guten Eindruck. Dann lasse ich das auch so. Stundenrad drauf. Da muss ich auch immer mal wieder gucken. Das geht so nach unten hin. Das sind dann immer manchmal so Sachen, die ich in der DDR nicht verstehe. Dass sie denn unbedingt da nun so ein Plastikrad dazwischen machen mussten später. Na, das sieht doch alles ganz ordentlich aus. So, jetzt kommen wir zu dieser Feder, zu dieser Abdeckung, die jetzt dafür sorgt, dass die Federwelle nicht mehr, ja, eben halt zur Zifferblattseite hin entweichen kann. Dass die Federwelle nicht mehr entweichen kann und das Zeigerstellrad. So kommt die drauf. Die ist auch federnd, die drückt dann auch richtig da drauf. Die schraube ich jetzt mal fest. So, Freunde, jetzt geht's schon zum Datum hin. Das Datum, was entsprechend hier diese ganzen Räder, die jetzt so fliegend quasi gelagert sind oder ohne Gegenhalter gelagert sind, dass die dann entsprechend, ja, arretiert sind. Vom Entweichen gesichert sind. Hier die Datumscheibe, die fasse ich übrigens mit einer Carbonkornzange an. So. Und dann kommt die Abdeckplatte. Die Abdeckplatte ist bei der Speziematik
sehr eigenwillig aus Plastik. Das Ganze muss ich jetzt einmal vernünftig in den Einklang bringen. So, mal gucken, ob ich das gut filmen kann. Müsste eigentlich gut zu filmen sein. Bisschen andrücken. Nicht drauf. So. Dann einmal schrauben. So, Freunde, jetzt ist diese Abdeckung hier aufgeschraubt. Die ja, Kalenderscheibe, die Datumsscheibe, ganz genau. Kalender, nicht Datumsscheibe. Die lässt sich auch schön hin und her bewegen. Aber jetzt ist die ja nicht arretiert. Also das Ganze muss ja auch irgendwie in einer Stellung verbleiben, sonst sehe ich ja durch das Datumsfenster irgendein Müll. Und dafür, und das ist wieder eine Besonderheit aller DDR, aller Glashütte GUB, gibt es diese zwei Scheiben und diese Federn. Die setzt man. Warte mal, ich muss mal gucken. Hier diese zwei Scheiben und diese zwei Federn. So. Ist auch etwas, was ich nicht öle, weil das ja nur einmal am Tag entsprechend sich bewegt. Ich setze die zwei Scheiben ein. Die schiebt man denn so rein. Zack. Und das ist auch etwas, was man ganz zum Schluss macht, weil sonst springt das einem auch ganz schnell weg, so wie jetzt hier gerade. Ja. Ah, Entschuldigung. So. Dann springt das einem auch ganz schnell weg. Jetzt machen wir das aber ein bisschen sicherer mit unserem schönen Montagestab. So. Zack. Und jetzt die andere Seite. Die Rolle haben wir ja schon eingelegt. Wie sagt der Sachse so schön? Das ist ein. Mensch, machst du dich jetzt mal auf die richtige Seite? Himmel, Arsch und Zwirn. Immer muss man mit den Bauteilen schimpfen, ist doch wirklich schlimm. Man will doch nur das Beste für sie. Diese schönen Bauteile. So, komm jetzt rein jetzt hier. So. Naja, nee, also. Bisschen Überredungskunst geht alles. Und dann kann ich das auch gleich prüfen, ob ich entsprechend das vernünftig gemacht habe. Hier sieht man, wie sich hier das Datumschaltrad bewegt. Und hier, das fluppt noch nicht. Hier stimmt was nicht. Das müssen wir mal kontrollettieren. So, jetzt aber. Das ist Plastikgeraffel. Es macht nicht immer das, was es soll. Dieses. Es ist. So, dann sieht man, dass das richtig einrastet mit diesen zwei Kugeln. Nicht besonders elegant, aber funktional.
Ja, so, jetzt drehen wir wieder um und setzen mal die Unruhe ein und gucken, ob hier auch ein bisschen Leben drin ist. So, habe ich schon gespannt drauf. So, Freunde, jetzt schauen wir mal. Ich habe zwischenzeitlich auch hier bei der Unruhe die Stoßsicherung komplettiert. Geölt und gemacht und getan. Na, wirst du wohl jetzt. Ah, hier, super. Da ist doch gleich Leben drin. Sehr schön. So. Mal noch festschrauben. Zack. Jetzt nur ein bisschen aufgezogen. Jetzt kommt das Wendetrieb rein. Ich zeig mal, wie es komplett montiert wird. Also auch der Rest noch, das ein bisschen ans Wendetrieb und etwas Öl an die Rotorachse. Noch ein ganz klein wenig Fett dran, aber da haben Uhrmacher. Das ist sehr, sehr streitbar über Schmierungen und so. Wer da kann man sich zu Tode streiten. Jetzt müssen wir nur mal kurz gucken, ob es eingelaufen ist. Ja, das hat eine Laufspur. Das nehmen wir nicht. Ich habe ein nagelneues Wendetrieb. Noch aus alten Beständen. So. Jetzt der Rotor. Der wird hier so aufgeschoben. Mensch, jetzt mach doch mal. So. Und dann gibt es hier eine super lustige Feder. Da muss man mal schauen an der Seite. Die hat hier einen Schlitz, also diese Welle vom, wo auch dieses Trieb drauf ist vom Rotor, der hat einen Schlitz. Und hier habe ich eine Kralle, dann da, wo der Schlitz ist, da muss diese glatte Seite reingeschoben werden. Und hier habe ich so eine Ziehlasche, ja. Ganz lustiges System ist das. Also wirklich macht Laune. Ich guck mal noch ein bisschen. Etwas stärker einstellen und dann packe ich die so mit der Ziehlasche. Jetzt setze ich die ein, aber das ist ein bisschen knifflig. Das zeige ich gleich mal, wie es eingesetzt ist. So, Freunde, jetzt könnt ihr mal den Rotor mit dieser Feder montiert sehen. Ich musste doch noch eine andere nehmen. Die alte war nicht mehr gut. Haben wir eine neue reingemacht. Ja, das sorgt dann dafür, dass das total arretiert ist. Ein sehr lustiges System, wie ich finde. Gut, ich mache noch ein paar Einstellarbeiten und montiere dann die komplette Uhr mal fertig. In der Abschlusseinstellung seht ihr also, ja, die Uhr wieder komplett. So, Freunde, so sieht die Uhr wieder zusammengebaut aus. Ja, es ist immer noch eine unheimlich ramponierte und extrem viel getragene Uhr, aber der Grünspan ist weg und die 5000 Rostklumpen und was weiß ich alles.
Das Zifferblatt sieht schlimm aus, das Gehäuse sieht schlimm aus, aber egal. Also so hat die Uhr gelebt und man kann sie wieder mal zu besonderen Anlässen tragen. Es ist aber eher was zum Wegstellen, zum ja, in die Vitrine packen oder so. Das war das Armband, mit dem die Uhr gekommen ist. Die andere Seite hat direkt gefehlt. Ja, so sah das aus. Kann man sich also ausmalen, nicht? Was ein Akt, ey. Nee, 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 nee. Liebe Freunde, das war ein neues Video hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal. Ich habe euch so ein bisschen durch die Reise von dieser Überholung mitgenommen. Und wir sehen uns demnächst zu einem neuen Video hier wieder. Bitte das Like und einen Kommentar und auch ein Abo nicht vergessen. Das hilft mir immer sehr. Ja, das war's von meiner Seite aus. Tschüss!